Willkommen zurück zu Sonic Boom! Yay! Wir sind immer noch in einer kleinen 2D-Sektion und es kann weitergehen mit einem Enderbeam! Enderbeam! Die ganze Truppe kommt auch hinterher. Meine Kamera zeigt in die völlig falsche Richtung. Ja, ich sehe es. Ist sehr schön. Sehr, szenisch. Ja. Zugegebenermaßen war sowieso nichts unterwegs. Es muss einen Weg da durchgeben, ich frage mich nur welchen. Wir schlagen einfach die Tür auf. Das war schwer. Hast du das gehört? Ja. Wir können die Wand sicher einreißen, wenn wir es versuchen. Ja, bin ich mir auch sicher. Und gleichzeitig können wir das gesamte Level damit kreieren, dass wir die Wand kaputt machen. Ja. Oh, das ist nicht süß, dass diese Gegner überall stehen und auf uns warten, dass wir da rüberkommen. Ja, vor allen Dingen ist es süß, dass diese Gegner hier aufgetaucht sind, obwohl wir gerade erst das Level im Grunde kreiert haben. Die Dinger sind gerade von der Decke gefallen. Zack, Roboter! Ja, die müssen an den Stalaktiten gehangen haben. Ich meine, das macht Sinn. Die waren da über Jahre lang eingesperrt. Ja. Die sind mit den Stalaktiten da oben festgewachsen. Oh, eine Kiste. Ich habe einen geheimen Bereich gefunden. Oh, sehr schön. Heißt das, ich werde jetzt teleportiert? Ja. Juhu! Kommen wir von hier weg? Okay. Gibt es keinen Weg nach vorn? Wenn wir diese Karte, ja, das hat sich ja gelohnt. Kann die Sonic... Ja, hier ist noch nichts. Wow, das hat sich echt gelohnt. Das ja weiterhelfen. Dafür werde ich wegteleportiert. Nee, nee, nee. Kann ich ja nicht riechen. Wo sind wir denn? Keine Ahnung, wo ich bin am Anfang direkt einfach nach unten gesprungen. Okay. Ich habe da unten so... Plattformen gesehen und mir gedacht, da springst du einfach mal runter. Guckst du mal, was da ist. Ja. Wenn vorne eine Deathplane gewesen wäre, wäre vorne eine Deathplane gewesen. Hier haben wir wieder Schritte, das heißt hier vorne ist wieder Müll. Da ist die Kiste, okay. Noch eine Bratpfanne. Hier hast du mich eben zurück teleportiert. Das heißt, da wäre ich dann mal wieder. Nicht der schon wieder. Machen wir kurzen Prozess mit diesem. Das ist wieder der Eisschrank. Irgendwas Bot. Der Eisbot. Au. Hey, kannst du hier einfach ein Energieschild anmachen? Ich versuche dir deinen eigenen Schild zu klauen. Rotierattacke. Huch. Unbesiegbar machen, was ist das denn? Wo gibt es denn sowas? Na echt. Ich wurde getroffen. Und Enerbeam. Und der ist kaputt. Kaboom! Oh, da ist ja noch ein Gegner. Oh, da ist ja noch ein Gegner. So. Da fliegen sie dahin. Die armen Gegners. Ja, den du gerade eben geworfen hast, sogar überlebt. Der hat auch überlebt? Nee, okay. Komische Auge. Ach, die haben höhere Überlebenschancen bei solchen Aktionen. Nee, da vorne war einfach nur eine Plattform. Da hast du schön auf eine Plattform drauf geworfen. Da die mit der Schatztruhe da gerade links. Da hier vorne hast du einfach drauf geworfen. Hey, meine Idee funktioniert. Hier ist noch Gegner. Komm her, Gegner. Keine Lust auf die Plattform zu gehen, auf der du stehst. Komm du auch her. Sind die gerade einfach runtergesprungen? Nee, ich hab die einfach runtergeworfen. Auch gut. Wo müssen wir denn weiter? Wir müssen da vorne auf den drauf, aber mit Axt kommt man da nicht rüber. Zumindest nicht so. Wieder hier hin zurück. Und dann kann man hier rüberspringen. Aber das wäre zu einfach gewesen. Ja, lieber erstmal einmal in Abgrund testen, ob das vielleicht funktioniert. Ja, aber ich habe eine schöne Dive-Bomb da reingemacht. Also, das hätte ja klappen können. Na. Kommst du rüber? Kommst du rüber. Ich habe eine Krone gefunden. 11 von 13. Teil ganz nahe sein. Dieser Raum fungiert als Schloss für eine weitere Kammer. Moment. Wenn wir die Kombination wissen, nee, können wir weiter. Ich dachte, ich hätte da Fußspuren gesehen. Da was müssen wir hier machen? Enerbeam-Dingster. Der Hammer ist größer als deiner. Wichtig ist, wie man damit umgehen kann. Kleine Demonstration gefällig? Wir müssen muss das sein? Reihenfolge einhalten. Wichtig ist, wie man mit dem Hammer umgehen kann. Ich schätze mal, das Blinken sollte uns gerade zeigen, was wir machen müssen, ja, oder? Solange wir die gezeigten Sequenz links befolgen, sollte alles klappen. Hast du getroffen? Ja. Ein bisschen Konzentration. Dann in der Mitte. Dann Mitte und dann wieder ganz links. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es noch schwieriger wird, aber... Das war ja hochkompliziert. Nein, ein Vier-Reihenfolge-Muster Bescheid auszureichen. Ich schätze mal, man hat das Puzzle erstmal testweise programmiert, hat dann nachher keine Zeit mehr, das Puzzle richtig noch auszubauen. Vermutlich. Guck mal, da ist der Kristall. Dieser Raum ist der Wahnsinn! Es ist ein großer, runder Raum mit nichts drin. Jetzt ist Metal Sonic drin. Ja. Eigentlich ist er durch die Wand gekommen, dessen ja ist so wirklich gefolgt. Ihm nach kriegen wir jetzt einen Metal Sonic Kampf.
Besiege Battle Sonic. Scheinbar kriegen wir das. Wie sind wir plötzlich auf irgendwelchen Plattformen draußen gelandet? Der ist einfach durch die Wand abgehauen. Der war 13 Mal schneller als wir. Zugegebenermaßen bewegt Sonic sich aber auch in der Geschwindigkeit. Das ist lächerlich. Ja, aber jetzt kämpft er auch gegen uns. Außerdem ist die Kamera viel zu nah an mir dran. Alle sind viel zu nah an mir dran. Und alle sind an der gleichen Stelle. Ich sehe nur noch Sonic. Ja, jetzt sehe ich wieder das Level. Ich hatte noch eine Großaufnahme von Sonic vor mir. Ja, jetzt müssen wir wieder die Kugel Dinge auf ihn schmeißen. Reflektieren, ja. Take this. It's dangerous to go alone. Take this. Kann ich bremsen? Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich irgendwie ein bisschen weiter zurückhängen und mir dann halt von hinten mit den Dingern, oder von weiter weg mit den Dingern angreifen. Ich finde schön, wie alle immer wieder getroffen werden, wenn man doch überhaupt keinen Überblick hat in diesem Kampf. Gar nicht. Die Kamera ist bei mir immer noch viel zu nah an mir dran. Ja, bei mir auch. Ist am Boden, okay. Warum bleiben wir da nicht stehen und greifen die an, sondern rennen weiter? Weil wir auf diese Cutscene warten müssen. Da fehlen die Charaktere! Da sollten eigentlich Charaktere laufen. Aber wir kriegen die geilsten Glitches, ey. Jetzt kriegst du in diesem Spiel grundsätzlich. Schön. Frage, ob die ihn erreicht haben. Keine Ahnung. Ich hab's auf jeden Fall mal versucht. Ich bin nur 15 Ringe runter, hab ich gerade gemerkt. Ja, ich bin auf irgendwie 23 oder so runter. Hier, wenn das aktiviert, kommen wieder Ringe. Autsch. Hier, nimm deine Kugel ins Gesicht. Dann jetzt wieder hier durch dieses Ding durch, dann aktivieren sich wieder Ringe. Scheinbar bin ich nicht früh genug gesprungen. Ich würde gerne umdrehen, darf ich aber nicht. Speed-Sektion, da kannst du ja einfach umdrehen wollen. Ah, ich bin tot. Oh mein Gott. Nein. Ich bin erst tot. Das ist nicht mehr jemand durch Schaden gestorben. Ja. Oh, ich bleib tot? Scheinbar. Wow. Ja, ich bleibe tot. Wow. Ist jetzt dein Kampf. Oh Gott. Dein persönlicher eigener Kampf. Ich kann den Charakter nicht wechseln. Ich habe jetzt nur noch eine Kamera, die... Ah, jetzt bin ich wieder da. Na, wahrscheinlich musst du nur auf eine Sektion warten, wo der Charakter wieder reingeladen werden darf oder so. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Er ist wieder auf dem Boden. Das kriegen wir gleich wieder eine tolle neue Cutscene, schätze ich. Ja, da waren sie gerade alle zweimal. Ja, und dann haben sie sich irgendwann entschieden, hey! Wir fallen mal 3 Meter, nachdem wir schon hätten fallen sollen, sind wir einfach durch die Kugeln durchgelaufen. Durch. Meine Fresse, ey! Funktioniert gut, der Kampf. Ja. Perfektes Skript, ey. Ja. Funktioniert alles super. Ich hab ziemliche Münzprobleme. Ich auch. Ich hab gar keine mehr. Aber ich lebe noch. Blumige Münzdusche wäre jetzt schön. Ja. Null. Tot. I am dead. Das heißt, ich muss nur noch gucken, ich hoffentlich bis in die nächste Sektion, wo du wieder laden kannst, überlebe. Ja. Am besten noch einen Ring unterwegs einsammeln oder so. Weil wenn hier mal irgendwo einer wäre, das sollte es wieder regeln. Da ist ein Ring! Ja, sehr gut. Kampf ist schwerer, als ich erwartet hätte. Ja. Tatsächlich mal ein Bosskampf. Ich würde sagen, das ist der erste wirkliche Boss. Ja, ja, ich lebe da wieder. Wir. Den wir bis jetzt so getroffen haben. Bei 0. Ja, der ist wieder da. Ich find's auch schön. Ich glaube, der hat immer genau dasselbe Muster, also wenn man sich das jetzt auswendig lernt. Ja. Ich denke mal, dass ich die Wände kaputt schlagen kann. Kann ich aber nicht. Warum fliegt da so eine Kugel? Weiß ich nicht. Wieso ist der längst geworfen? Ich warte darauf, dass er die wirft, aber die hängt irgendwie an ihm fest. Arsch, tot. Ich bin alleine. Ja. Das kann ja nur im Chaos enden. Ich werde vermutlich sterben. Ich habe eine schöne Kamera. Autsch. So vom Nichts. Ich sehe da hinten wie Sachen durch die Gegend. Ja, ich bin wieder da. Ja, aber auch nur, weil ich gestorben bin. Okay. Das ist ein Respawn. Autsch. Dann macht wieder rechts seinen Angriff. Bin tot. Boah, der hat mir 50 Ringe einfach in 2 Angriffen abgenommen. Mann, Mann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Kampf hier tatsächlich neu startet, wenn wir sterben, oder ob es tatsächlich keine Bestrafung dafür gibt, dass wir krepieren. Ich weiß, wenn du alleine bist, dass wenn du stirbst, dann fängt die Phase wieder von vorne an. Also wahrscheinlich, weil wir gerade beide draufgegangen sind, wie die Phase wahrscheinlich neu angefangen haben. Das kann natürlich gut sein. Oh, da sind ja tatsächlich mal Ringe, Bälle auf dem Boden. Ja. Ich lebe wieder. Ja, da bist du wieder. Ich verstehe die Phase von dem Kampf hier nicht so ganz. Hat bei mir ewig gedauert, bis ich die fertig gekriegt habe.
Okay. Oh, Ball, 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 Ball. Okay, wir haben alle auf ihn zurückreflektiert. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Ja, jetzt kannst du wieder rechts an. Ah, ich bin nicht vorbeigelaufen. Effektiv. Ja. Keine Ahnung, was mich getroffen hat, aber ich wurde getroffen. Ja, er ist besiegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie und was wir genau gemacht haben und was den Kampf wirklich verändert hat, aber hey. Auf jeden Fall haben wir beide geholfen. Was war das schon wieder für... Ja. Er hat was fallen lassen. Was das ist? Der Kristall, den er uns gerade abgenommen hat, Knuckles? Es ist offensichtlich das offizielle Sim-Symbol. Ja. Und schau mal, werden wir jetzt wieder einfach in die Hubworld geladen? Weil warum sollst du jetzt sonst wieder so eine lange Schwarzblende und ein Ladescreen kommen? Ja. So, den lassen wir jetzt erlegen, aber in die Hubworld. Zing! Ja. Das reicht ja. Wir haben ihn besiegt. Das ist unglaublich. Trollololol. Lololol. Lololol. Kampf ist vorbei, könnt weitermachen. Lololol. Dieses Spiel funktioniert hervorragend. Aber man kann auf jeden Fall einfach durchpreschen, weil, ob du richtig spielst oder nicht, ob du dir Mühe gibst oder nicht, ob du stirbst oder nicht, es geht einfach weiter. Ja. Ja. Das Spiel denkt sich auch nur, mach weiter. Ja. Geh voran, bleib nicht stehen, vielleicht hatten sie mal zurück. Vielleicht hatten sie mal Konsequenzen für einen Tod geplant, aber da sind sie nicht mehr fertig geworden. Wer weiß. Dann haben sie sich fürs Beta-System entschieden. Da ist eine Kiste. Die wir schon mal geöffnet haben, aber trotzdem Schrott rauslegen. Da ist eine Krone, die wir schon mal eingesammelt haben. Ja, und deshalb auch weiß war. Nicht blau. Das ist keine blaue Krone. Das ist kein Blue Corona. Gibt's hier noch irgendwas? Nö, wir müssen einfach weiter. Sorry. Aus irgendeinem Grund kommt ja jetzt auch der Pfeil, wo wir hin müssen, nicht mehr. In der Hubworld. Vielleicht haben sie den nur so und so weit programmiert ins Spiel und dann haben sie sich gedacht, okay. Jetzt ist. Hä? Ach, die sagt jetzt was. Scheinbar. Diese Stadt steht kurz vor einem Unglück und niemand unternimmt etwas dagegen. Merrick und seine Schergen kommen näher, aber alles schert sich nur um die Wiederwahl von Bürgermeister Fink, der ohne Gegenkandidat antritt. Gut, dass wir seine Kampagne da unterstützen. Ja, das machen wir super, oder? Aber außer mir selbst traue ich niemandem zu, diesen rostigen Wurm zu erledigen. Ich allein habe mich auf ihn vorbereitet. Meine Familie beschützt uns schon seit Jahrzehnten. Wir allein. Seit Jahrzehnten? Gut, dass er schon seit Jahrtausenden weggesperrt ist. Okay, aber ihr müsst meinen Respekt verdienen. An den Stränden stehen alte Monumente zur Verteidigung der Insel. Schafft ihr es, die Monumente mit Energie zu versorgen, steigen die Ballons auf und helfen uns bei der Abwehr. Ah ja. Ballons. 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 Whales. Scary Balloon Defense. Okay, aktiviere die Küstenabwehranlage. Wo müssen wir hier überhaupt noch Sachen bauen? Unten in der Stadt ist noch was zu bauen oder ganz unten ist noch was zu bauen? Und dann schauen wir diese drei komischen Häuser? Blauen Dinger. Was auch immer das ist. Ja, wir werden es schon finden. Ach, vielleicht sind das diese komischen... Das wahrscheinlich die Teile, die wir vorher nicht aktivieren konnten. Ja, Ladeton, yep, es geht wieder los. Ich hasse diese Stelle. Ja. Jetzt gehen wir erstmal noch die letzte Sache bauen. Ja, das wäre gut. Zwei. Hier vorne müsste halt irgendwo sein. Wäre ich auch ganz stark für, die Stadt fertigzustellen. Ja. Gut, wir haben bei Cliff nichts fertig gebaut, aber... Ah, hier, 8000. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Vielleicht gehen wir irgendwann nochmal zurück. Guck mal, wir haben einen Boden gebaut. Ja, wir könnten jederzeit wieder zurück, glaube ich, auch halt über die Karte. Den Boden hier. Ah ja. Überhaupt nicht gesehen, was da wirklich passiert ist. Ein hübsches Schätzchen. Ja, und du bist mit dem Bounce-Pad raus, glücklicherweise habe ich die Krone noch gekriegt. Ich dachte, das Bounce-Pad bringt mich zu der Krone hoch, aber es war der Ausgang. Scheinbar. Wo sind wir hier? Ich bin gerade nicht ganz so sicher, wie wir hier jetzt wieder rauskommen. Ich habe keine Orientierung. Ich auch nicht. Was bist du denn Schönes? Hier lang? Irgendwas? Ich glaube, wir hier lang. Ich glaube, du bist so halbwegs auf dem richtigen... Ah, ich habe den Ausgang gefunden, da bist du gleich hier rüber geportet. Ja, ist auch gut. Ich sammle so lange ein paar Ringe ein. Ja, tu das. Ich habe auch keine mehr. Ja. Ja. Da bist du wieder. Ja. 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 Müssen da wirklich drei Ladezonen direkt nebeneinander sein? Hier hinten ist schon eins von diesen komischen Monumenten. Können wir hier jetzt auch was machen? Ja. Ja. Ich kümmere mich um das Nächste. Links, rechts. Amy, komm, lauf schneller. Ich bin mir noch nicht sicher, was das überhaupt tut. Gab er dir auch gerade eine rote Warnung oben?
Ja. Okay. Ich weiß aber nicht, was das war. Ich hab's ja nicht schnell genug gelesen. Ah, du hast mich bei dir rüber teleportiert. Oh, super. Schön, ich war mit einem noch nicht fertig. Und das sieht nicht so aus, als sei das richtig. Was? Das Monument ist irgendwie schief. Ja, ich hab's auch erst ein einziges Mal gezogen. Ach so, okay. Das erklärt das. Vielleicht war da eine Überlastungsmeldung von der Konsole, weil wir in zwei unterschiedlichen Bereichen waren. Vielleicht. Ihr seid zu weit auseinander. Was tut ihr da? Könnt ihr es nur wagen? Einen haben wir. Ah ja. Und damit haben wir Nummer 1 aktiviert. Ja. Zeit für die Ballonabwehr. Ich hatte alle drei schon gedreht. Ich muss jetzt halt nur noch dahin mal rüberlaufen. Die Schalter aktivieren. Ja, jetzt siehst du auch, jetzt leuchtet das doch schön, wenn du bei mir guckst. Sind nicht hübsch. Ja. Schöner leuchten geskillt. Außerdem ist hier hinten noch das letzte Haus, das wir bauen müssen. Deshalb war ich auch hier hinten auf dem Weg. Ja, dann mach das mal. Ja. Na, erstmal jetzt hier die Schalter aktivieren. Lass das mal ein. Ich hab vergessen, dass Amy nicht schwimmt. Bereit? Dann nehmen wir lieber Tails dafür. Sonic? 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 Kamera? Burg. Sonic? Kamera? Toll, du hast mich wieder zu dir rüber gespawnt. Das wollte ich nicht. Ich habe extra nichts gedrückt. Nehm ich halt den Müll mit. Mach das. Yay, 4 von 15 Müll. Ich bin mir außerdem sowieso nicht sicher, ob ich das mit Sonic da drüben geschafft hätte. Ich glaube, mit den Sprüngen kam ich da nicht hoch. Relativ sicher. Einschalter. Böse Plattform. Zwei Schalter. Drei Schalter. Einen müssen wir noch steigen lassen. Wo könnte der nur sein? Keine Ahnung. Du hast Tails. Ja. Wo ist das zum Neues Meer laufen? Da ist es zum Neues Meer laufen. Okay. Und den noch weiter hoch oder kommt. Ah, hier kommt noch ein weiter hoch. Hydrosprint. Hydrosprint. Hydrosprint? Hydrosprint. Das so nennt Sonic das auf dem Wasser laufen. Das ist doch kein Wort. Hydrosprint. Ja, ist so richtig. Ja. So, vielleicht kann ich ja jetzt endlich das Ding hier fertig machen. Nee. Zähl nicht drauf. Ja, danke, dass du mich wieder gespawnt hast. Ich war gerade aus Wasser gegangen. Immerhin bin ich mit auf Wasserlauf aktiviert gespawnt worden. Ich hatte fest damit gerechnet, ich sterbe einfach. Wäre ich nicht Sonic gewesen wäre, wäre ich einfach gestorben. Wahrscheinlich. So, dann schauen wir doch jetzt mal, wie das hier hinten aussehen sollte. Nachdem ich dich dreimal hier weggerissen habe. Schön, dass ich auch wieder einfach an die Wand gehen kann. Da kommt man nämlich so gar nicht weiter, muss man mich hier drauf. Schätze ich mal. Ja, sieht richtig aus. Wenn es ja noch irgendwo der Schalter wäre. Hallo? Ich habe hier auf jeden Fall schon mal alle drei gedreht. Sicher? Aber also der sieht nicht gedreht aus. Hier fehlt der Schalter auf dem Stockwerk. Ja, vielleicht hast du genau in dem Moment, wo ich gedreht habe, mich da weggeteleportiert. Das kann natürlich sein. Das ist einfach nur nicht angenommen. Ich weiß, dass ich alle dreimal gedreht und aktiviert hatte, aber... Es kann sein, dass kurz bevor ich fertig war, das zu drehen. Kehre zurück zu Perzi, um die Belohnung zu erhalten. Ah, schau mal, erstmal das ist Perzi. Ja, erstmal brauchst du mit hier noch Müll, den ich beim ersten Mal hier schon gesehen habe. Ja, da. Ein Spiegel, glaube ich. Sehr schön. Und blub, guck mal hier hoch. Und blub, da hoch und da hoch. Und dann hier lang und dann können wir hier endlich bauen. Wunderschön. Wie viel kostet's denn? 4000, das ist ja übersichtlich. Ach, dann können wir eigentlich die Krone da vorne holen, an die du auch so locker hättest drankommen können, aber wo das Spiel gesagt hat, nope. Ja, nope, darfst du nicht. 7 von 7, das heißt, wir können auch mit dem Bürgermeister reden. Ja, dem Bürgermeister. Dann komm mal zu mir. Jo, da bin ich. Da bin ich. Das kann ich. Das kann ich. Wo ist der Bürgermeister nochmal gewesen? Der ist hier irgendwo in der Stadt. Ich weiß nicht wo. Nachdem wir es erstmal mit dem geredet haben, hat er sich irgendwo anders hingestellt. Das weiß ich. Der ich glaube, der ist hier vorne irgendwo in der Stadt. Ah, da vorne ist er. Blauer Redekreis. Also. Im Namen der
der Vereinigten Nagetiere. Ich bin nicht da. Dort oben. Genau. Und lass mich damit despawnen. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Er hat sich bei uns bedankt, war's das? Keine Ahnung, du hast mich despawned, vielleicht haben wir die jetzt nicht bekommen, die Belohnung, keine Ahnung. Ich glaube, ich laufe mal zu dir zurück. Abgesehen davon, dass wir hier sowieso schon viel zu weit und auch an Percy schon vorbei sind. Oh, schön. Oh, die Spiele, ey. Geladen. Ich will jetzt auch nicht erst zu Percy gehen, bevor das jetzt gleich irgendwie das Spiel komplett ausbuggt, weil zwei Belohnungen auf einmal kriegen oder so. Ich habe viel zu tun. Nee. Also entweder kriegt man von dafür einfach gar keine Belohnung oder du hast es irgendwie geschafft, die Belohnung komplett auszubuggen. Hoffentlich hat er nicht vor sich. Wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich, glaube ich. Nee, das würde mich nicht wundern. Hier vorne ist Percy. Ich sehe, dass wir auf 100% spielen oder so, deswegen. Nee. Nee. Wir nehmen das nur, was wir kriegen können. Gute Arbeit! Mit diesen Abwehrmaßnahmen wird es sich Lyric zweimal überlegen, ob er unsere Stadt angreifen soll. Ja, da sind jetzt drei Lichtstrahlen, die in die Luft strahlen. Oh nein! Dies ist ein Zeichen meiner persönlichen Dankbarkeit. Ich habe aber auch nicht auf den Dialog von dem Bürgermeister geachtet, weil ich viel zu abgelenkt war, dass wir einfach despawned sind. Dass du da irgendwo mit der Seilbrust durchgeflogen bist. Was willst du haben? Hyperempfindlich, Knallkopf. Oder schnelle Ladung. Hyperempfindlich. Verbesserungsrelikt freigeschaltet. Ja, es fehlen nur noch zwei. Nur noch zwei Sidequests im Spiel, scheinbar, die irgendwas bringen. Oder nur noch einer und einer ist gerade ausgebuggt. Ja. Uah! So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin, da wir ja keinen Pfeil mehr haben? Ah ja, da hinten auf diese Insel. Okay. Dann auf die Insel. Ab auf die Insel. Dem Lyric hinterher. Lauf du mal Richtung Insel. Ich guck, dass ich irgendwann nachgeladen werde. Ja, ich wäre ja der schnellste Lebewesen, das lebt. Ja, du bist ungefähr 10% schneller als die restlichen Charaktere, die du spielst. Ja, auch nur, weil du diesen neuen Ding, Spin-Dash machen kannst. Ja. Es ist extrem nervig, das die ganze Zeit zu machen, aber. Ich meine, es ist besser schneller. Als laufen. So, wir müssen auf die Insel, müssen wir hier, glaube ich, die Platforming-Sektion da machen. Weil vom Wasser aus kommt man, glaube ich, nicht hoch. Ich hätte doch gerade so ein Sonic-Ding gesehen, aber scheinbar. Oh, whatever. Da fange ich hier schon mal mit dem Platforming an. Ja, mach das. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Das ist das Geräusch von der Plattform, auf der ich stand. Achso. Ich werde was verwirrt. Ich hab nur so ein Krr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 r
Cliff! Das scheint ein sehr kompliziertes Level zu sein. Und es ist wieder ein roboterbasiertes Fabriklevel, vermutlich. Sieht ganz aus, ja. So was hatten wir noch nie in diesem Spiel. Warum hat sie einfach gegackert? Vielleicht, weil sie gerade gesprungen ist in der Cutscene? Wahrscheinlich. Plonk. Wow, was ist das für ein Ort? Weiß nicht, ein neuer Ort. Hi, Quincy. Hi. Wieso tauchst du immer aus dem Nichts auf? Wie immer. Immer, der passt, der ist fast nie da. Und in Lüftungsschächte passe. Ich wurde hier gebaut und programmiert. Ah ja. Hey, scheinbar spielen wir jetzt unter Wasser. So nah. Und doch so fern. Direkt beim Eingang. Das passiert sonst nie. Wenn wir jetzt Knuckles dabei hätten, können wir rüberspringen. Ja. Ja. Finde den! Schneller konnte ich nicht lesen. Zeitenstein oder so. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir einfach rübergehen und uns die Belohnung schnappen werden und fertig sind. Ja. Definitiv. Es wird bestimmt kein Level. Keine geben. Komplikation. Nee, kein Level. Null Problemo. Nada. See ya. Aloha.